Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Salt and Sanctuary. Ich bin immer noch dabei, diesen scheiß Magier da zu besiegen. Ich fuchs mich langsam so ein bisschen rein, aber es ist echt nicht einfach, muss ich echt sagen. Ich weiß immer noch nicht so ganz, was hier so die Mechanik ist, wie man richtig gegen die Gegner kämpft. Ob es irgendwie das Blocken ist oder das Ausweichen. Ich weiß noch nicht so ganz, worauf ich mich verlassen soll, so richtig. Und die Mana ist, die Kondition ist immer so ein kleines Problem, habe ich das Gefühl. Was war das denn? Das war neu. Ja, es gefällt, also es ist schwierig. Gefällt mir sehr gut. Auch ohne RTS. Was RTS? Aber danke für den Lurk, mein Jutster. Ja, mit der Kondition, ich weiß nicht, das kann mit der Kondition, ich verstehe es irgendwie nicht so richtig, was da die beste Taktik ist. Wahrscheinlich ist in dem Game Fernkampf richtig gut, kann ich mir vorstellen. Guck mal, wie viel der mir abgezogen hat. Ist voll schwierig, dann auch da wegzukommen. Also, was war das denn? Und du hast, während du angegriffen wirst, keine Chance, da irgendwie was gegen zu machen. Habe ich so das Gefühl. Ist wieder weg. Ich weiß, also eben bei dem ersten Magier, der hatte halt so richtig eine Magie an, eine Lebensanzeige. Der halt gar nicht. Weiß es nicht, irgendwie. Das ist komisch. Der Mehrspieler funktioniert auch nicht. Na, die dusselige Discord-Gruppe. What? Okay, Sekunde, 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 Sekunde. Prinz Nemo, bist du nicht mehr in der Discord-Gruppe? Jetzt brauche ich aber ein bisschen. Jetzt brauche ich ein bisschen. Wenn es um sowas geht, dann. Ich krieg sowas immer nicht mit. Also. Du, jetzt hau mal ein paar Sätze raus. Was ist passiert? Was ist los? Hast du keinen Bock mehr oder. Irgendwas so intrigemäßig? Ach, du hast keinen Bock mehr drauf? Ja gut, ich muss aber auch ehrlich sagen, du hast es auch nicht mehr nötig, ne? Also du hast jetzt nicht nötig, du bist ja keiner, der jetzt mit null Zuschauern rumhängt, so wie ich, deswegen. Deswegen finde ich es aber echt mega, dass du mich immer noch weiter lurkst, Mann. Weißt ja selber, für einen selber macht das schon viel aus, ob da jetzt ein Zuschauer steht oder fünf. Das ist schon ein großer Unterschied. Ey, der ist schon wieder abgehauen, der Sack. Ja, ihr könnt euch von mir aus besiegen. Ach, das Interne passt nicht mehr. Ich sag, also Prinz, jetzt bist du ja nicht mehr drin und hast auch keine tragende Rolle. Obwohl, nee, ich darf, nee, nee, wer weiß, wer zuhört. Lass mal, lass mal. Ja, ich kann auf jeden Fall das, was du sagst, ein wenig nachempfinden. So, wo ist der? Noch weiter oben.
Dann habe ich ihn doch aber jetzt gleich, oder? Bestimmt auf dem Dach besiege ich den dann, ne? Auf dem Dach ist dann der Endkampf. Bestimmt, oder? So macht's doch Sinn. Deswegen war der auch die ganze Zeit wieder unten. Und ich musste den. Ne, jetzt ist er. Ah, ich bin zu weit oben. Scheiße. Komm. Ah, jetzt geht er hoch. So, oben. Und oben ist doch bitte der Endkampf, bitte. Ja. Kundrikan, der ertränkte Behemoth. Und kann ich den jetzt schießen? Nee. Aua. Scheiße. Scheiße, Doppelangriff. Scheiße, ich bin überfordert. Nein, da habe ich gar nicht getroffen. Ach, hör auf. Ich sterbe. Ich sehe schon kommen. Ich mache keinen Schaden, das ist das Problem. Ich bin da reingesprungen. Nee. 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 Nicht so zu heilen. Ich bin tot, ganz oben. Ich mache zu wenig Schaden. Ich brauche eine bessere Waffe. Ich brauche eine bessere Waffe oder ich muss endlich mal hier Support bekommen. Ich hole mir jetzt... Was machst du denn hier? Ich hole mir jetzt erstmal ganz oben mein Zeug zurück. Wieso kann der denn so hoch springen? Alter! Wieso kann der das? Wenn ich wenigstens ganz oben hätte weitermachen können, direkt wieder den Bossfight ging, aber ich hätte den wieder von ganz unten rufen müssen. Da wäre ich ja... Ich wäre maximal sauer gewesen. Nee, nochmal sterbe ich hier aber nicht. Nee, nee. So, Seelen wieder zurück. Hier unten ist ein Obelisk, ne? Ah, hier ist doch irgendwo ein Obelisk. Eben Obelisk gesehen, mich blöd. Ach, ich bin von hier hinten gekommen, nicht? Hier war der. Ja, hier ist er. Zurück zum Lager. Ich guck nochmal, ob ich Waffe verstärken kann. Ich mache einfach zu wenig Schaden.
Ja. Ich könnte mir neue Rüstung holen, das wäre ja schon mal was. Erhöht maximale Ausdauer um 3. Kann ich eh noch nicht bauen. Eisader. Guck mal hier noch mehr. Ich weiß halt gar nicht. Okay, also es ist richtig krass grün, ne? Auch übel schwer. Okay, ich kann hier nur bauen, aber hier kann ich nichts verstärken. Aber ich kann ja jetzt die anziehen. Sind schwerer. Vielleicht soll ich auch auf ganz leichte Sachen gehen. Ich weiß es nicht. So, und hier könnte ich jetzt Ausrüstung verbessern mit diesem Aspirium. Ich gehe auf jeden Fall auf meine Waffe, glaube ich. Meine Waffe ist so schwach. Angriff von 11,4 auf 12,9. Ja. 14,3. Doppelaspirium bräuchte man jetzt. So. Jetzt habe ich Waffe und das schon mal hochgelevelt. So weit, so gut. Alles mit Aspirium kann man hier machen, ne? Nichts anderes. Alles Aspirium. Okay. Level ich noch mal. Geschicklichkeit. Geschicklichkeit bringt mir gar nichts, ne? Was Angriff angeht. Okay, verstehe, Nemo. Ja, ja, ich kann. Ich schreibe dir später. Ich schreibe dir später, mein Jutzer. Bei was brauche ich denn eigentlich dieses andere? Ich brauche immer dieses schwarze. Dann braucht man dann mal den weißen. Hier oben irgendwo? Ah, zurückgeben kann man auch. Okay, das ist für zurückgeben. Man kann aber nicht alles zurückgeben anscheinend. Fertigkeit entfernen, Abbruch. Okay, gut, gut zu wissen. Ja, das gibt mir keinen Angriff. Ich würde jetzt mal auf was gehen, was mir auch Angriff gibt. Mal hier links weitergehen. Angriff.
Erweiterte Stärke. Nicht viel, ne? Mich hier nochmal irgendwo tragen. Mehr. Hier tragen auf 28. Ich glaube, das mit dem Magier wird nichts, ey. Ich bin ehrlich. Ich finde das so schwer, aber da ging es auch nicht weiter. Da gibt es dann also echt nur den Magier noch und dann ist da Ende. Kundrikan? Ah, guck mal, da könnte ich jetzt von hier aus direkt den Boss machen. Also den Magier. Gut zu wissen. Hier auf der Seite weiter. Also das mit den... Oh, 17. Das hat sich schon gelohnt, die Waffe zu stärken. Ist gut stark geworden. Hier war doch das komische Ding, ne? Ja. Schaffe ich den? Sieht nicht so aus, ey. Alter, wie viel... Oh Mann, das ist zu schwer. Das kann mir niemand erzählen, das ist zu viel. Okay, besiegt. Ich komme mit meiner Kondition einfach nicht klar. Ich komme mit der Kondi einfach nicht klar. Bin schon wieder Level up. Aber es geht manchmal echt ganz schön schnell. Nächste Obelisk gehe ich wieder zurück. Na gut, das war die Höhle. Also, dass man immer wieder zurück zum Lager muss, zum Aufleveln. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Der Fertigkeitsbaum ist halt voll wichtig. Das habe ich hier nämlich. Oh, wieso kann ich... Ah, das kostet 2. Moloch Klasse 4. Moloch Klasse 5. Ich werde jetzt nochmal was ausprobieren. Ob ich im Aschenflug jemand anderem helfen kann. Ob ich dafür zur Koop-Tafel muss
Oder kann ich das hier machen? Das würde ich jetzt auch noch einmal gerne ausprobieren. Das ging ja. Es ging ja hier mit, ne? Geht irgendwie nicht. Geht irgendwie nicht. Dann gehe ich mal zu dieser Tafel. Ne, Koop-Tafel, scheiß Koop-Tafel war ja nur für Passwörter. Dann geht das wahrscheinlich nur, wenn ich untot bin. Anderen helfen. Könnte ich mir vorstellen. Moin Jasmin, wie geht's dir? Ganz direkt die Frage, kommst du heute online? Happy Weekend, yes. Oh, was ist das denn? Ach du Kacke, ich hatte hier so Zeug schon. Und der ist noch besser. Und ich habe es gar nicht benutzt, einfach. Jasmin, hast du dann Lust, bisschen Mario Kart? Danke für den Lurk, Breite. Das ist Salt and Sanctuary. Das ist der zweite Teil von Salt and Sacrifice. Und der kam, glaube ich, heute oder gestern raus. Dann habe ich gedacht, das probiere ich mal aus. Ich habe jetzt schon 2,5 Stunden gespielt. Ist wie Elden Ring in 2D, kannst du dir vorstellen. Ist sehr schwer. Ja, kein Problem. Dann bis in 2 Stunden. Sehr gut. Ich habe das Gefühl, ich halte mittlerweile ein bisschen mehr aus. Das ist voll gut. Das an der besseren Rüstung jetzt liegt bestimmt, ne? Ich habe ja jetzt 93 körperlich, das ist ja fast doppelt so viel wie vorher. Kann man sich richtig gut hochstacken schon, direkt am Anfang. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wo ich diese ganzen Aufrüstungsdinger bekommen habe. Waren das random. Der betende Riese. Waren das random Drops oder wo habe ich das her? Weiß ich nicht mehr. Dieses Irona-Erz, was das macht, das weiß ich auch nicht. Genau, den Baum bin ich ja schon mal ganz hoch gekraxelt, ne? Will ich das überhaupt noch mal? Vielleicht Secret? Oh, Magma-Erz. Geil. Nochmal Magma-Erz.
Dann kann man bestimmt eine Waffe auf Feuer machen oder so. Was gibt's hier? Flampyrium. Und wofür ist das? Also kann ich das hier jetzt. Wieso kann ich das hier nicht irgendwie aktivieren oder so? Nein, nein, Schimmernde Knospe, Seilstück. Los. Oh. Ach genau, hier war der Boss, ne? Hier war der Boss. Vulgär. Okay. Ja, also das mit dem Multiplayer, ich check's nicht. Bin ehrlich. Irgendwas mache ich wahrscheinlich falsch oder so. Und ich sehe mich auch hier den Boss nicht besiegen. Bin ich auch ehrlich. Obwohl ich bin jetzt so aufgelevelt, vielleicht. Ach, keine Ahnung mehr. Weiß auch nicht, vielleicht spielen das noch nicht so viele Leute online. Vielleicht war es eben echt nur Glück. Das scheiß Multiplayer. Ich versuche jetzt nochmal gegen die. Ah, das Salz. Okay, komm, scheiß auf das Salz. Ich versuche es jetzt nochmal. Ach, ich war nicht online. Glaube ich. Oder? Ich mache halt keinen Schaden, das ist so ekelhaft. Ich mache zu wenig Schaden, das ist die Sache. Ich mache zu wenig Schaden. Wird nichts, ich mache echt zu wenig Schaden.
12 Schaden mache ich. Ich müsste 30 machen oder so, damit das irgendwie einen Sinn hat. Klappt das? Auch wie bei Dark Souls? Bin ich gestorben? Nein, nicht neues Spiel. Weiter. Ja, der Boss ist auch krass. Ja, es geht. Man stirbt nicht. Also man verliert seine Seelen nicht. Ja, den schaffe ich irgendwie nicht. Das wird nichts. Wie gibt der? Na ja, gut. Oh, 1000. Stärke plus 1 ist halt echt so wenig, ja. Und hier Geschicklichkeit tut halt auch komplett weh, ja. Lebenskraft. Gibt nochmal 1,2. Drauf. Scheiß drauf. Ja, wo soll ich diese Goldstücke auch herbekommen? Weiß ich halt auch nicht. Ich mach mal Dämmerlicht-Kooperation. Mal gucken, was das macht. Mir passiert ja nichts. Als Mitglied des Dämmerlichtordens. Ich glaube, das ist das Problem, dass ich diesem scheiß Orden angehöre. Kann das sein? Kann ich den Orden wegmachen? Aktiviert. Danke für den Lurk, Jasmin. Scheiße.
Vielleicht bin ich jetzt stark genug für diesen fucking Magier. Wo war der nochmal? Oben irgendwo, ne? Der Magier. Aber ich könnte auch direkt zum Magier. Ich mach direkt den Magier. Da muss ich nicht nochmal hochlatschen. Okay, dann ist er direkt da. Na klar, trifft er mich direkt. Na logisch. Okay, der Schaden ist jetzt auf jeden Fall schon mal viel besser. Alter, habe ich da gerade viel bekommen? Aua. Bin ein bisschen geflogen. Nochmal geflogen. Man merkt richtig, wie viel Verteidigung ich jetzt habe. Das ist so ein Unterschied. Crazy. Himmelweiter Unterschied ist das. Ich flieg nach unten, na klar. Oh Mann, bin ich wieder geflogen, ey. Ich könnte schon wieder ein Level aufmachen. Übel geflogen.
Mann, ey. Moin, Abrissbirner, grüß dich. Kann ich dir gar nicht sagen, ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Das ist mein erster Teil. Aber ja, ist ganz geil. Ich kann dir aber leider keine Einschätzung sagen, ob der besser ist oder schlechter ist als der erste. Ich weiß nur, dass er genauso frustrierend ist wie ein Souls-Game. Für mich sind zum Heilen perfekt. Einfach gestorben. Oh, dieser fucking Magier macht mich irre. Okay, jetzt. Ach, guck mal, ich bin so untot irgendwie. Vielleicht kann ich jetzt das Ding hier einsetzen. Auch nicht. Pilgerpfosten. Ich weiß nur, dass es total frustrierend ist mit der Kondition. Ich habe das Gefühl, als wäre ich auch schwächer, wenn ich untot bin. Kann das sein? Auf jeden Fall fange ich direkt oben an, nicht unten gegen den Gegner. Das ist schon mal gut. Vielleicht schaffe ich es ja bis zum nächsten Obelisken. Ich hätte aber gerne meine Dingsbums wieder. Nee, nee, nee! Schön, 1500 Salz. Abrissbirne, hast du den ersten Teil denn gespielt? Falls ja, kannst du mir vielleicht ein bisschen helfen, weil irgendwie komme ich mit dem Multiplayer nicht so ganz klar. Ich check den irgendwie nicht. Und was denn? Ich muss mir jetzt mal angucken. Was sind Talgkräuter, bitte? Talgkräuter. Das ist nur für diese Fläschchen. Werkzeug verbessern. Puh, ich blick das nicht mit dem Multiplayer. Wieso kommt denn keiner? Irgendwas habe ich gemacht. Ich habe auch das Gefühl, ich bin wieder schwächer. Ey, diese fucking Attacke. Mach weg. Ach, hör doch auf, ey. Ich kann das nicht. Ich kann nicht mehr. Ich verstehe nicht, wie... Oh Mann, ey. Guck mal, wie viel... Alter, das kann... Das... Ich verstehe... Also, der greift ja die ganze Zeit an.
Ich verstehe nicht, wie man gegen sowas kämpfen soll. Fick dich doch einfach. Ah, Talkräuter benutzt, damit ich neue Flaschen bekomme. Habe ich es gerade gesehen. Hey, was will der denn von mir? Das Gefühl, der ist unbesiegbar. Ich verstehe den nicht. Liegt denn nicht? Verstehe es nicht. Ne, verstehe nicht. Verstehe nicht. Der ist doch unbesiegbar, kannst mir erzählen, was du willst. Von wem habe ich denn diesen komischen... diesen Orden bekommen nochmal. Wo war nochmal der Typ mit dem Orden? Weil also das ist das Einzige, was ich halt geändert habe mit diesem Orden. Da ich dann diesem Orden beigetreten bin. Und irgendwie geht jetzt Multiplayer nicht mehr. Also gar nicht mehr. Hier war das doch, ne? Hier kann ich irgendwie austreten, bitte? Wie ändere ich eigentlich Munition? Keine Ahnung. Inquisitionsdolch, was macht der eigentlich? Glücksbringer.
Guck mal. Let's go. Beine gefunden. Ah, guck mal hier. Bergen. Was macht das? Hä? Erinnerungen verbinden? Artefakte stärken? 0-0, sehr selten. Neu würfeln? Gespaltene Pyrostein und kaufen. Dunstspirale und Blattrauch gibt es hier, mehr nicht. Okay. Aspirium. Und hier habe ich wieder nix, ne? Durchweichtes Organ. Trophäe. Glücksbringer. Dass man hier nicht einfach filtern kann, zeigt mir nur die Sachen an, die ich auch bauen kann. Wieso habe ich jetzt Blutbeere ausgerüstet? Was kann die? Ach ja, das verheilt mich, ne? Ich finde es immer noch sehr kompliziert, Leute. Ja, und wie das mit dem Multiplayer geht, ich habe keine Ahnung, irgendwie kaputt. Mann, dass ich immer so fliege, das nervt doch übel.
Was ich mit diesem Irona-Erz mache, habe ich auch noch nicht geblickt. Die Hüste. Ja? Schon wieder so ein komischer Baum. Man kann ihm ja gar nicht ausweichen. Was ist das denn für eine Pisse? Also, das fände ich so unfair. Man wird da zwangsläufig getroffen. Und das stört mich so enorm. Man kann da nichts machen dagegen. Wieso das mit dem Online nicht funktioniert, ich verstehe es nicht. Es bringt ja nichts. Komm, man kann auch verkaufen. Für Silber. Vollmond, Weihrauch. Was auch immer das bringt. Bin ehrlich, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Irgendwie komme ich nicht weiter.